Du hast... Ah, weil du die alle... Du hättest gerne nicht 100, sondern nur 20. So. Elender Gierschlund. Die kommen alle hier rein. Das war der Haken. Der hat sie einfach zu viele gekrallt. Trotzdem gucke ich jetzt mal nach oben, ob hier auch soweit alles okay ist. Mit diesem Umschwung von leeren Fässern zu vollen Fässern. Der hier ganz oben war. Da. So. Leere Fässer sind da. Volle Fässer kommen an. Kann hier jetzt irgendwas schieflaufen? Nö. Eigentlich sehe ich da kein Problem. Außer die Tanks laufen voll. Und hier haben wir dann 5000 volle Ölfässer. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Nicht wirklich. Und die laufen wieder. Ja, sehr schön. Oh, und ich kann ganz viel Sprengstoff abholen. Naja, mal gucken, wie viel es ist. Weil, wie gesagt... Ah doch. Schwefel ist nicht in unserem System vorhanden. Es wurde immer sofort weitergereicht. Das heißt, ich hätte eigentlich ganz gerne hier eine Kiste, die da was reinlegt. Aber nicht viel. Nur so ein bisschen halt. Das heißt, können wir die jetzt auch wieder anschließen? Sonst haben wir in 20 Folgen das Problem, oh, wir kriegen ja keine Batterien mehr. Ja, sollte ich wahrscheinlich tun. So, du brauchst jetzt schon blaue, das will ich nicht. 300, 200. Ernsthaft, was erforsche ich jetzt? Wir müssten eigentlich theoretisch die alle auf maximale Stufe bekommen. Dann fange ich damit mal an, das kostet auch nicht so viel. So. Du bekommst jetzt doch wieder dein Petroleumgas. Warum nimmst du zweimal raus? Das will ich nicht. Ich will, dass du langsam rausnimmst. Damit die Kiste auch was abbekommt. Ja, sehr gut. Teile ich das schön auf. So muss das sein. Okay, also. Öl ist wieder okay. Plastik ist wieder okay. Dadurch müssten rote Chips wieder okay sein. Ich müsste mich meinen 100 blauen Chips nähern. Ja, sehr gut. Ich hau mal von Hand die hier auch noch rein. Und guck mal, ob ich noch mehr davon herstellen kann. Nee, kann ich nicht. Dafür fehlt Plastik. Gib mal das Plastik her. Nicht alles, so ein bisschen. Und stell mal 19 rote Chips her. Die schmeißt dann, sobald sie fertig sind, alle sofort da rein. Boah, dauert das ewig. Also es ist sehr gut, dass wir für fast alles inzwischen Maschinen haben. Wenn wir alles über das Spieleinventar craften würden, was auch mal eine interessante Challenge wäre, dann würde das Jahrhunderte dauern. Das ist nicht schön. So, du hast Speed-Module bekommen. Das ist interessant. Ich glaube, ich würde lieber eine schnelle Fabrik aus dir machen wollen. Ich klaue mal die Speed-Module und baue mit den Speed-Modulen eine bessere Fabrik. Den Schmarrn breche ich hier ab. So, bessere Fabrik. Und dann klappt das so hoffentlich besser. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass das Ding jemals komplett ausgenutzt ist. Aber ja, besser als so Energie zu verschwenden. 90. Oh ja, Fusionsreaktor naht. Produktivitätsmodul? Ich weiß ja nicht. Ah, Umspannwerk. Ja doch, research mal das. Mitkommen. Und eigentlich ist das Schwachsinn, hier eine bessere Fabrik hinzustellen, oder? Ich guck mal ganz kurz. Das dauert ganz schön lang. Aber es staut sich nichts. Solange sich nichts staut, macht das echt nur begrenzt Sinn. Doch, staut sich was. Ja, komm. So, es baut immer noch.
Es sollte Upgrades geben, die auch dafür, also Tech-Upgrades geben, die dafür sorgen, dass das Spielerinventar schneller craftet. Also irgendwelche Mini-Roboter, die im Inventar bauen. Das wäre auch noch schick. 94. Wahaha. Fehlt eigentlich noch irgendwas für das Ding? Nö. Und es ist 4x4 groß? Warte mal. Das geht nicht ganz auf. Achso, da sind vier, ne? Ah, die Dinger braucht man alle gar nicht mehr. Das heißt, so würde das Ganze dann aussehen. Wobei die Solarzellen theoretisch weg könnten und dafür dann noch mehr MK2-Batterien. Ah, das ist garstig. Ah, das ist ganz schön garstig. Du, hau mal da rein. 96. Nein, keine Sorge, ich werde das nicht bis 100 hochziehen. Warum brauchst du so lange dafür? Haben wir noch irgendwo blaue Module, die wir stibitzen könnten? Irgendein Girogon der Vergangenheit, der so tollkühn war und Strom verbrauchen wollte. Oh, wir können Bomben bauen in der Zwischenzeit. Oh, ist auch ein schöner Zeitvertreib. Können wir nicht in der Zwischenzeit. Bau bitte Rockets. Du bist voll? Sehr gut. Plastik schaut sich auch. Gut, 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 gut. So, Fabrik ist endlich fertig. Bau hin da. Was? Haben keine Schiffe so? Was ist mit dir falsch? Oh. Rohr? Du, Raketen weg. Bau ein Rohr. Ah, das Ding war nicht richtig gedreht. Okay. So. Jag mir doch keinen so einen Schreck ein. Bau Raketen. Bau Muni. Gib mir blaue Chips. Ah, einen nur noch. Das geht echt wesentlich schneller, sehr schön. Und es ist trotzdem energieeffizienter, als da zwei blaue reinzuhauen in die blaue Fabrik. So. Reaktor, her mit dir. Die ganzen Sachen wieder abbrechen. Und du brauchst gar nicht so lange, das ist sehr schön. Okay, das heißt, sobald das drin ist, werde ich wieder Aliens töten gehen, und zwar Rambo-Style. Weil ich will mal gucken, also ich werde höchstwahrscheinlich sterben, deswegen speichern wir gleich ab. Ich will gucken, wie viel das Ding aushält. Haben wir irgendwo eine mittelgroße Basis? Also das da oben wäre, glaube ich, zu viel. Wobei, ich könnte das Laufding reinbauen, das ist zu groß. Erstmal müssen wir jetzt ganz viel umbauen, denke ich. Bam. Raus, 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 raus. Die Laserdinger baue ich auch kurz mal raus. Bau mal alles raus. So, du kommst in eine Ecke. Batterien, Batterien, Batterien. Batterien. Dann. Ja, jetzt ist eine Größe ist doof. Du weg da, du weg da, du dahin, du dahin. So. Solarzellen brauchen wir nicht mehr. Das, die Laufhilfe, die passt da zappel nicht rein. Das heißt, die müsste dann so hin. So. Die zwei Felder sind jetzt Morgs. Kann nichts Ordentliches mehr hin. Und wir haben noch kein von diesen Schusshilfen dabei. Das heißt, auf die müssten wir da verzichten. Wir brauchen echt das MK2-Ding. Aber das ist jetzt... Es braucht wieder 100 blauen Chips. Nein, das ist die normale, das ist die MK1. Wir müssten das erstmal die MK2 erforschen. Das allein braucht 150... Ah, das sind nur 15 Alien-Packs. Das kann ich bauen. Warte. Du? Bau mal 10 Stück davon. Das sind dann 100 Packs. Und wir müssten eigentlich noch welche hier im Umkreis haben. Ja, aber für das MK2-Ding brauchen wir auch alle Module auf Textstufe 3. Das wird garstig. Nee, ich werde einfach damit leben müssen, dass es nicht optimal ist, was die Anordnung angeht.
Kann man noch was? Kann man nichts drehen? Ist einfach nur doof. Ah doch, man kann... Kann man euch... Ich hätte schwören können, man kann die irgendwie drehen. Aber nicht mit R. T? Nein. Warte. Optionen. Controls. Pickup Item, Cursor Split, Clear Filter, Quick Bar. Nein. Craft, Cancel Craft, Craft All. Rotate ist R. Nee, geht. Also, falls ihr wisst, wie man das im Armor-Dings hier rotieren kann, wäre es echt super. Weil ich hätte gerne die Batterien so liegend. Gedrückt halten, mittlere Maustaste. Nee. W-Tasten drücken, nö. Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber mehr Batterien reinhauen soll oder mehr davon. Energy Consumption 180 Watt. Wie viel produziert das Ding? 750. Das heißt, die können durchgehend laufen. Okay, wir brauchen unbedingt noch ein... davon. Wir brauchen ganz viele rote Chips. Ja, trotzdem wollten wir jetzt unsere Rambo-Aktion abziehen. Es ist noch ein bisschen dunkel. Aber ich... Wir haben keinen Strom. Was? Wieso jetzt schon wieder? Nein. Also ja, ich habe ein paar von den neuen Dingern da gebaut. Okay, mehr Solarpanels. Bricht das doofe Ding ab. Nicht schön. Also ich baue jetzt mehr Solarpanels, damit am nächsten Tag die Akkus voll aufgeladen werden. Und ich hoffe, dass die Akkus dann in der Nacht reichen. Sonst brauche ich wieder mehr Akkus. Das kennen wir ja schon. So, so. So, es ist Tag. Akkus füllen sich. Langsam. Oder haben wir irgendeinen Stromausfall unten bei den Steam Engines gehabt? Das könnte natürlich auch sein. Wobei eigentlich immer genug Kohle da sein müsste. Ah, ist das schön, mit diesem Laufmodul auch schneller laufen zu können, ohne gleich die Batterie leer zu lutschen. Also hier brennt alles, auch wenn es nicht so... Ne, da hinten ist nicht ausgelastet. Okay. Wir brauchen noch eine Blaukiste. Eine Blaukiste da. Und du hättest gerne Holz. Alles. Alles voll mit Holz. So. Und ein schnelles Ärmchen. Bitteschön. Oh, warte, bessere Idee. Du auf die Seite. Dann Ärmchen. Dann hässliche Stromversorgung. Und jetzt hättest du gerne Holz. Wenn du kein Holz bekommst, dann nimmst du bitte Kohle. Davon hättest du aber gerne nur 100. So, jetzt wird es von beiden Seiten befüllt. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt so schwungartig nur wegen den 459 Fabriken nicht so gut läuft. Oh. Eisen ist alle. Du warst noch nicht alle, aber gut. Setz dich mal dahin, nimm dich weg, setz dich dahin. Geht ganz schön rund in letzter Zeit. Aber na gut, du dahin, wir speichern jetzt ab. 27. Speichern. Ja. Und gucken mal, was unser neuer Fusionsreaktor denn so bringt. Und das schneller laufen. Weil wir müssten jetzt eigentlich schneller sein als die Viecher. Ah, sind das viele. Ich muss eigentlich nur zum Spawner durchkommen, dann ist alles gut. Aber vielleicht sollte ich mir erstmal die Basis davor nehmen. Sowas. Oh. Und vielleicht sollte ich erstmal auch Munition herstellen, ne? Wäre auch eine gute Idee. Da sind... Okay, zwei Spawner.
Das sieht okay aus. Müsste genau meine Kragenweite sein. Ich warte noch kurz, bis Munition hergestellt ist. Granaten. Aber ich stelle ein Fluchtfahrzeug bereit. Nur für den Fall. Da. Falls es nicht so klappt, wie es klappen soll. Weil ich würde ungern sterben. Plan. Ich laufe ran. Töte ein Spawner, eventuell auch zwei. Lauf weg. Töte alles, was mir hinterher läuft. Dann laufe ich wieder hin und töte die Würmer. Ja, mal gucken. Der Plan geht nicht auf. Nee, Plan geht nicht auf. Oh doch, regeneriert sich. Okay. Weg. Lauf, 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 lauf. Hihi. Okay, okay. Aber gefährlich. Muss man vorsichtig sein. Batterie lädt sich aber schön schnell wieder auf und Schilde ebenso. Wenn ich jetzt noch einen dritten hätte, wäre es super. Und es wird wieder dunkel. Nein. Ist doch echt albern. Gut. Also ein Spawner ist kaputt. Jetzt hauen wir mal ein paar Würmer weg. Oh oh. Nicht schießen, sonst kriegen wir das Schild nicht. Weil die Dinger uns hauen können. Ja, ich bin schneller als die. Jetzt töte ich die alle. Lad das Schild wieder auf und geht wieder ran. Okay, also man braucht wirklich kein Auto mehr, wenn man das Schnelllaufding hat und genug Energie. So, Würmer töten, Würmer töten. Laufen. Und kaputt. Laut. Das war jetzt ein wenig zu übermütig. Aber wir haben gelernt, es geht. Wir sind schon stärker geworden, wir müssen nur vorsichtig sein. Und hätten wir das Ganze jetzt durchgehend mit dem Buggy gemacht und hätten die Schilder quasi nur im Notfall benutzt, wäre es noch einfacher gewesen. Also gut, wir gehen wieder rein. Ist nichts passiert. Es war alles in der Paralleldimension und so. Und wir warten jetzt, bevor wir das nächste Mal rausgehen und Aliens töten, auf das dritte Schildmodul. Wofür wir jetzt immer wieder die Dinger da bauen. Ja, sehr gut. Bin zufrieden mit der Rambo-Aktion. Auch wenn das mit dem Setup hier ein bisschen doof ist, aber das ist dann halt so. Ich hoffe, einer von euch kann mir sagen, wie das mit den Drehen funktioniert. Dann können wir nämlich noch mehr Batterien reinhauen. Ja. Und dann werden wir regelmäßig Aliens töten für mehr Artefakte, Forschung vorantreiben und vor allem auch die Energie. Weil ja, es war nur wegen einem Ausfall unten bei der Kohle hier mit den Akkus, aber trotzdem wäre es schön, zwischendurch immer wieder Solarzellen zu bauen und auch mehr Akkus. Oh, und die Bahn. Das war ja Punkt 2, ne? Wir wollten Bahn bauen und Aliens töten. Aliens haben wir getötet. Auch wenn recht viele davon jetzt trotzdem wieder leben, weil wir gestorben sind und wir neu laden mussten. Aber wir haben Aliens getötet. Aber Bahnen haben wir keine gebaut, weil das halt das andere voraussetzt. Weil wir können da nicht bauen, solange da und da und da Basen sind. Was wir machen könnten, wären die großen Strommasten bis hier hinten zu verlängern. Also erstmal töten wir die Basis. Weil ich finde es cheaty, mit Türmen eine Basis zu zerstören. Also erstmal zerstören wir mit dem Buggy und rumfahren und hin und her laufen die Basis hier. Dann bauen wir hier Lasertürme auf, damit wir schon mal einen Schutz haben. Und dann versuchen wir nach und nach die beiden Basen wegzubekommen. Wobei, die schaffen wir nicht. Die werden wir einfach nicht schaffen. Wir werden selbst die nicht einfach so schaffen. Das ist doof. Weil ich hätte echt gern das mit der Bahn langsam. Wobei, wir haben noch genug Kupfer und wir haben noch genug Eisen. Also es ist kein Zwang da, jetzt die Kolonien zu gründen. Es wäre einfach nur schick. Aber ja, müssen wir dann gucken. Also bis gleich.